Strom ist eine großartige Sache, kommt einfach aus der Steckdose und liefert die Energie für ganz viele verschiedene Geräte. Von meinem Smartphone über meinen Toaster bis zum Elektroherd. Und mal ehrlich, ohne Strom geht in unserer Welt doch fast gar nichts, oder? Strom ist mit anderen Worten nichts anderes als elektrische Energie. Und die vielen schönen Geräte wandeln sie in andere Energieformen um. Lampen zum Beispiel in Licht. Oder Motoren in Bewegung, wie mein E-Auto. Wenn ich damit fahren möchte, muss ich dessen Batterien vorher mit elektrischer Energie aufladen, an der Steckdose, wie mein Handy sicherlich, oder? Theoretisch ja, aber praktisch nicht die beste Idee. Ja, verstehe. Erstens dauert das Laden an der Steckdose stundenlang und ist damit auch nicht so effizient. Stimmt, ewig warten will ich natürlich nicht, bis mein Auto wieder voll ist. Und zweitens steht hier, wenn das alle tun würden, wäre das ziemlich schlecht fürs Stromnetz. Schlecht fürs Stromnetz? Warum? Dazu müssen wir uns erstmal anschauen, wie das dicke Kabel aufgebaut ist, durch das unser Haus mit dem Stromnetz verbunden ist. Es enthält standardmäßig 4 Leiter aus Alu. 3 davon stehen unter Spannung. Sie werden Außenleiter oder auch landläufig Phasen genannt. Unsere Steckdosen in der Wohnung sind nicht an alle 3 Phasen, sondern nur an eine angeschlossen. Deswegen spricht man vom einphasigen Laden, wenn das Elektroauto an der Haushaltssteckdose hängt. Größere, leistungsstärkere Geräte wie der Elektroherd sind an alle 3 Phasen angeschlossen. Warum? Ganz einfach. 3 Phasen mehr Leistung, 1 Phase weniger Leistung. Einfache Rechnung, oder? Das kann man sich wie in einem Supermarkt mit 3 Kassen vorstellen. Angenommen, alle Leute stellen sich an der gleichen Kasse an. Ist wenig los im Supermarkt, gibt es keine Probleme. Ist der Laden voll, sieht das anders aus. Dann wird der Kassierer überlastet und außerdem müssen die Kunden länger warten. Die Lösung ist eine ausgeglichene, symmetrische Verteilung. Damit ist dem Kunden und dem Kassierer, sprich dem Verbraucher und dem Netz geholfen. Und warum das so ist, hat einen wichtigen Grund. Sind Geräte, die mehr Leistung brauchen, wie Herd oder Auto, bei vielen Menschen nicht dreiphasig, sondern einphasig oder zweiphasig angeschlossen und zusätzlich noch lange in Betrieb, können Leitungen überlasten. Ein- oder zweiphasige Ladestationen zum Beispiel laden nämlich wesentlich länger als dreiphasige. Und wenn das viele machen, ja, dann kann auch schon mal das Licht ausgehen. Aber wie soll ich dann mein E-Mobil zu Hause laden? Schließlich will ich nicht immer zur öffentlichen Ladesäule 3 Straßen weiterfahren. Die Lösung ist eine spezielle Ladeeinrichtung. Eine sogenannte Wandladestation. Bei der Auswahl muss ich aber unbedingt darauf achten, dass sie wie ein Elektroherd an alle 3 Phasen angeschlossen werden kann. Damit hat das Stromnetz keine Probleme und außerdem geht das dreiphasige Laden sehr viel schneller. Dreiphasig ist die absolut bessere Wahl. Standards und Regeln machen es auch noch sicher für mein Haus und für das Stromnetz. Und dafür stehen auch die Experten von VDE FNN. Sehr zuvorkommend. Dankeschön.